Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Schweinchen Ball 2 Video und wir beginnen einfach mal direkt hier in diesem Feld. Also für mich ist dieses ganze neue Design auch sowieso komplett neu, denn es sind mittlerweile, glaube ich, über 9 Monate oder so, wann ich das letzte Mal aufgenommen habe. Moment, ich kann es sogar nochmal nachprüfen, glaube ich. Ich habe es nämlich noch nicht gelöscht. Die letzte Aufnahme vom South Eastern High Speed war am 14.04.21, also sind jetzt ja gut 9 Monate her. Hat sich prinzipiell einiges geändert. Und wie ihr sehen könnt, da ich jetzt einen neuen PC habe, musste ich ein komplett neues Profil erstellen. Bin jetzt komplett auf Level 1. Heißt, den ganzen Kram, den ich bisher alles gefahren bin, gibt es nicht mehr. Wäre eigentlich eine geile Sache, wenn man auch die Profile in der Steam Cloud speichern könnte. Soweit ich weiß, in Train Simulator ist das ja, glaube ich, so. Ich bin mir aber nicht sicher, aber prinzipiell sollte DTG ja die Technik haben. Aber genau. Die ganzen Sachen und so weiter, also prinzipiell sind ja auch noch, wo haben wir es denn, hier haben wir es, die ganzen Mastery-Sachen sind ja auch noch, stehen ja auch noch aus. Es gibt mittlerweile so viele neue Sachen. Schnellverstrecker Köln-Aachen habe ich schon durch, Mecklenburg, also das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich durch habe. Heißt, da werde ich mich auch nochmal irgendwann in Livestreams drum kümmern. Allerdings, wo ich mich auch drum kümmern werde, ist, dass ich in Livestreams wohl bemerkt, wenn wir einfach mal ganz gechillte Livestreams haben, wo wir dann einfach komplett quasi, nein, das wollte ich nicht, wo wir dann Szenario 1 bis zum erweiterten Angebot dann nochmal in Stream fahren und das dann halt auf jeder Strecke, die bereits schon gefahren wurde. Heißt, es wird noch jede Menge Train Simulator 2 Livestreams geben, einfach um wieder auf einen einigermaßen aktuellen Stand zu kommen. Aber genug Quatsch, wir kümmern uns jetzt um das zweite Szenario von der Class 6, 465/9, 4659, dem Networker, war das Networker? Ich glaube ja. Übernehmen Sie die Steuerung einer Class 465/9. Und springen Sie für einen fehlenden Zug zwischen Gravesend und Gillingham ein. Ich würde mal sagen, ich starte jetzt mal rein. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt einfach mal das Spiel auf Ultra gestellt. Bin immer gespannt, wie das so ist. Ich muss auch zugeben, ich habe es einfach nur gestartet. Ich bin seit Ewigkeit nicht mehr gefahren. Mal schauen, ob das Muscle Memory noch vorhanden ist. Willkommen im Bahnhof von Grayson. Bitte warten Sie auf die Einfahrt Ihres Zuges. Ich muss zugeben, ich bin gerade eben schon gefahren. Ich habe das Licht nicht anbekommen und dann wollte ich das Licht unbedingt haben. Und dann habe ich es hinbekommen, dass der Zug nicht mehr stand. Stromversorgung geschlossen. Irgendwie ganz weird. Generalschlüssel auf 1. Richtungswender auf neutral. Jetzt haben wir Licht. Warum haben wir denn jetzt Licht? Das checke ich nicht. Das macht alles gar keinen Sinn hier. Aber was ich... Jetzt muss ich alles, was ich gerade eben gesagt habe, nochmal sagen. Zum was relevant war. Und zwar, wie ein oder andere, der vielleicht bei Lavan auch zuguckt, schon mitbekommen hat, habe ich ja auch angefangen, irgendwann dann nach dem Livestream, wo wir die Idee hatten, dass ich
angefangen habe. Warte, ich hab's vergessen. Was wollen wir da machen? Habe ich angefangen, eine Verspätungstabelle quasi für ihn zu beginnen. Deshalb ist übrigens Higgum. Kann man jetzt scrollen mittlerweile? Nein, kann man. Doch, kann man. Man kann zwar nicht ziehen, aber man kann scrollen. Das ist ja geil. Obwohl, wobei, ich habe neu gestartet. Kann ich gar nicht jetzt. Kann man jetzt gar nicht so pauschalisieren. Ich glaube, 9000 Punkte brauchen wir für die Goldmedaille. Genau. Und die Verschwendungstabelle, die gibt es auch für mich. Ich muss noch ein bisschen hinterher arbeiten, aber kann sein, dass ich es vielleicht sogar geschafft habe, dass wir die jetzt schon haben. Also dass auch diese Fahrt bereits schon in der Verspätungstabelle mit aufgenommen wurde. Das sieht auch cool aus. Und dann nochmal die Screenshots. So war das. Genau, ich bin jetzt auch hier wie immer verbunden mit dem Profil 3,7 Meilen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich dieser Zug nochmal bremst, aber ich meine relativ gut. Aber ich muss schon sagen, ich habe auch, als ich das Video geschnitten habe, dass das Szenario erweitertes Angebot, als ich es geschnitten habe, ist mir aufgefallen, der Zug, der klingt echt nice. Und der schien sich auch sehr nice zu fahren. Also, wie wir es auch gerade eben gesehen haben, der scheint da irgendwie das Tempo doch relativ gut zu halten. Was eine super Sache ist. Aber ja, also sehr, sehr nice. Gefällt mir echt sehr gut. Ich fand auch hier allgemein so die Züge, die britischen Züge und auch die amerikanischen und so weiter. Klar, auch die deutschen, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie. Habe ich ja schon häufiger mal erwähnt, dass ich eher so die Faszination für Züge habe, die jetzt mal nicht im Alltäglichen sieht. Wobei, gut, ich bin mir zu 100% sicher, ich habe zumindest in der Lackierung oder von der Lackierung, scheint zumindest dran, eine Class 66 hier im Norden Deutschlands gesehen gehabt. Von daher, britische Züge gibt es ja auch bei von DB Schenker, aber sind halt schon eine Rarität und das ist halt einfach wieder das Geile, wenn man halt doch schon sonst eher so das typische, die typische 164er sieht, ne? Also mit unserem Dasein. Das Ding ist natürlich, ich werde nie gezielt, also es sei denn, es ist die Aufgabe, aber ich werde nie gezielt auf Pünktlichkeit fahren. Ich werde immer, wie auch in der Vergangenheit, gezielt auf die Goldmedaille, also auf die höchstmögliche Medaille fahren. Sollte es immer mal Platin-Medaille geben, wann bin ich dann? Halt auf die, aber hauptsächlich halt dementsprechend auf die, ne, auf die Goldmedaille. So, wir sind jetzt gleich in Higgum. Stimmt, ich erinnere mich, man fährt ja mit dem Networker auf einem anderen Abschnitt, glaube ich, oder? Meine ich zumindest. Ich meine das, glaube ich, zumindest gelesen gehabt zu haben, ich weiß aber nicht mehr wo. So eine halbe Minute, dann sollen wir dort sein und dann sind wir jetzt pünktlich. Wobei, es ist hier glaube ich relativ. Das britische Netz ist ja doch schon ziemlich, würde ich sagen. Wobei das deutsche Netz ist sehr, sehr, sehr spendabel mit 6 bis 16 Minuten. Aber das britische Netz ist eigentlich auch sehr interessant, vor allem auch im Punkto von. Was gut für die
Was für die. Ich raste aus. Jedes Mal. Ich habe es in den Einstellungen geändert. Jedes Mal muss ich den Kack dann nochmal umändern. So, das deaktivieren. Vielleicht muss ich auch nochmal. Muss ich dann später nochmal im Hauptmenü machen. Ist halt doch schon sehr auf den. Jetzt fehlt mir der Begriff. Jetzt fehlt mir wieder der Begriff. Ist ja doch schon sehr auf die Nutzbarkeit. Für die Passagiere, für die Kunden ausgelegt. Was natürlich auch Sinn macht. Und wenn ich mich recht entsinne, ist der Southeastern Highspeed der. Oh, die. Es ist jetzt die Frage, ob das die allgemeine Route ist oder der oder halt nur die Highspeed-Abteil des Southeastern Highspeeds. Aber wir bewerten das einfach zumindest in der Tabelle so und ich glaube, dass es, was ich auch immer meine ich extra geguckt habe, dass es halt für die Strecke selbst ist, dass die Strecke mit einer Durchschnittsverspätung von 59 Sekunden zu den oder sogar die beste britische Strecke ist. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Was die beste britische Strecke ist, was die Pünktlichkeit betrifft. Na, PPM war das, glaube ich. Eine Public. Irgendwas Measure. Habt ihr das gerade nicht auf dem Schirm? So, ein 2,3 Meilen, 15 Miles per Hour. Wir sind dann in Strut. Ich könnte ja mal kurz nebenbei reinlinsen. Aus ist in Highspeed. Genau, zählt zu den besten des Landes mit der Fahrgastzufriedenheit von 92%. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Fahrgastzufriedenheit von 92%. Ich könnte jetzt fies sein, aber würden wir es in Deutschland überhaupt zweistellig schaffen? Um das mal wieder ein bisschen auszudehnen, aber ich weiß gar nicht. Wie ist die Zufriedenheit in Deutschland? Ich würde jetzt ganz spontan schätzen, so im 60er bis 70er Bereich vielleicht, so also zwischen 60 und 70%. Würde ich jetzt mal so ganz frech schätzen. Ah, okay, genau, der Train on Time war das. Nicht PPM. PPM gab es zwar auch, aber den habe ich zumindest jetzt hier nicht aufgenommen, sondern eher den Train on Time Maßstab. Ach ja, auch schöne, schöne Tunneldurchfahrt. Aber wie gesagt, es ist echt sehr interessant, wie auch, also allein wie aus dieser Schnapsidee aus einem Livestream von Lavan das entstanden ist und wodurch halt auch nochmal so ein zusätzliches Maß an Zusatzwissen, was jetzt interessant ist, nicht ganz unnütz, aber man prinzipiell gar nicht benötigt für das Spiel selbst. So, ne? Das erweiterte, nennen wir es mal das erweiterte Grundwissen. Aber, ja, Grundwissen kann man eigentlich nicht nennen, aber so das Drumherum, was man von den Strecken halt noch lernen neben den ganzen Zügen. Oh, die Kurve war das, weswegen es 15 Meilen war. Jetzt rassel ich voll hier rein. Das gibt wenig Punkte. Hoppla, bisschen gar keine Punkte für einen gewissen Zeitraum. Aber jetzt bin ich definitiv viel zu früh. Das hab ich ernsthaft den Lavern gemacht. Wobei, bei Jan ist es ja doch eher so, dass er das gar nicht bemerkt, dass er so schnell ist. Bei den Abschnitten kennen wir, glaube ich, auch schon von vorher. Ich meine, dass zumindest diese Strecke offen, also dass der die Class
4659 auf einem anderen Abstand noch zusätzlich fährt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine es zumindest, dass es so gewesen ist. So, wir sind in Strut. Alle Türen freigehen, aber wir fahren ja noch ein Stückchen. Wir fahren ja noch nach Rochester, nach Chatham, nach Gillingham. Und in Gillingham endet dann die Fahrt. 9000 Punkte, wie gesagt. Wie viele Stops sind das denn noch? 1, 2, 3 Stück. 3000 Punkte ungefähr, die noch zu holen sind. Wahrscheinlich kriegen wir noch mal ein paar Punkte für den anderen Abschnitt. Einen anderen Schnickschnack, den wir noch machen können. Das ist halt auch so ein richtig nices Bild, ne? Das war, glaube ich, Alt und F10. Nee, SRG F10? Ich glaube, es war SRG F10. Sollte ich mir mal versuchen zu merken. Das kommt dann noch bestimmt mit der Zeit. Aber genau, wie gesagt, also, was ist wie gesagt? Ich werde natürlich jetzt so ein bisschen. Sollte nicht trinken, weil ich nur 5 Sekunden habe. Ich muss die Flasche zumindest aufmachen. Ich denke mal, es wird auch wieder vermehrt dann. Also, ich werde vermutlich demnächst mit Sandpatch Patch Grade oder anderen Sachen. Also, es sind ja einige Güterzug-Strecken noch dabei, die wir spielen können, aber ich werde mit Sicherheit auch relativ zeitnah vielleicht auch mit wieder ein bisschen mehr Güterzug-Szenarien dann beginnen. Sagen, die letzten Streams von Lava waren auch sehr informativ, so drumherum, was man so alles da gelernt hat. Wobei Sachen, die man wahrscheinlich sowieso schon hätte lernen können. Wir fahren nur eine Meile und haben 2 Minuten Zeit, weil wir nur 20 fahren dürfen. Schön jetzt über den Fluss rüber. Das ist auch ein schönes Bild. Das Kamera fliegen mit Pfeiltasten, genau. Schade, dass ich in also man müsste prinzipiell mal hinten einsteigen. Und nochmal hinten das dann quasi einzustellen. Ich muss mal ein bisschen Leistung, damit wir auch pünktlich dort sind. Das würde mich aber interessieren, wie schnell ist die Kamera ungefähr? 26 Miles per Hour würde ich sagen, 25 Miles per Hour kommt die Kamera normal, also bei normal. Ich glaube, man kann ja auch mit Shift dann das nochmal schneller fliegen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Haltestops sind gar nicht mal so gut von mir heute. Vielleicht soll ich es auch nicht um 3 Uhr, sage ich schon, um 1 Uhr in der Nacht aufnehmen. Jetzt, wo ich prinzipiell die Tage ein bisschen mehr Zeit habe, 2 Tage, wo ich eine Folge frei habe. Also wenn das Video rauskommt, arbeite ich wieder, aber 2 Tage, die ich dann frei hatte für euch, so gesehen, wegen des Boosterns. Boah, jetzt müssen wir aber lange warten. Aber wie gesagt, es werden einige Güterzug-Szenarien noch kommen, sowohl von Sandpatch Great als auch von Oakville Subdivision und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, was da noch war. Cane Creek habe ich ihm, glaube ich, auch geholt. So, ich kann es noch links sehen. Nicht Cane Creek. Cane Creek habe ich noch nicht. Das fehlt noch. Aber Clinchfield Railroad habe ich noch, Sherman Hill habe ich mir geholt. Also einige Sachen, also wie gesagt, also neben den ganzen, warum auch immer das jetzt so ist, neben den ganzen Streams, die dann noch kommen, um wieder
um wieder annähernd an dem anzuknüpfen, wo wir prinzipiell mit dem Profil gewesen wären. Ich weiß gar nicht, was für ein Level ich hätte gehabt. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, ich wollte Level 150, glaube ich, schaffen. Kann das sein? Bis zum Ende des Jahres 2021 müsste das ja gewesen sein. Wollte ja 150 schaffen und war, glaube ich, Level. Boah, ich müsste jetzt raten, aber ich glaube, ich war Level. Level 87 oder so? Er klingt einfach nice, ne? So ein bisschen S-Bahn-mäßig. Er ist schon. Ich weiß nicht warum, aber ich hab echt. Ich mag echt die. Ich freut echt scheiße. Ich mag die britischen Züge. Ich weiß nicht warum. Auch die. Nicht nur die Elektro-Star-Züge, so, also die elektromagnetischen Züge sind es ja, meine ich. Sondern auch halt die Dieseltriebwagen und so. Es ist ja jetzt auch. Es soll ja auch jetzt hier, ne? Hier, warum ist. Es ist ja zumindest. Announced worden, dass jetzt Spirit of Steam, das erste Steam-Schrecke Liverpool Lime Street Crew wird. Bin ich auch mal gespannt. Da bin ich auch mal gespannt. So vom Screenshot her sieht man leider noch kein Steam und so, also noch kein Qualm und so. Ich hoffe sehr, dass die Ding mit ihrer Engine, mit gut ist die Unreal Engine 4, glaube ich. Mit der DT gearbeitet. Von daher sollte ja Steam gut dargestellt werden können. Sowohl der, nennen wir es mal, der verbrennt, der Kohleausstoß, der Verbrennungsausstoß, als auch der Wasserdampfausstoß. Das sollte ja ganz gut dargestellt werden können. Aber da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, da freut sich jeder drauf, der Transom World 2 spielt und Zug enthusiastisch ist. Also wir schon auch bei unserem letzten Halt in Chatham und auch überpünktlich. Jetzt haben wir die Fahrgäste aus- und einsteigen und danach übergeben wir den Zug an unseren Kollegen. Also immerhin haben wir jetzt vorne Licht, leider haben wir hinten kein Licht. Mich würde erstmal interessieren, da wir jetzt ja eh stehen. Wenn ich jetzt hinten Zuglichter einschalte, da habe ich die vorne ein. Nicht hinten. Okay, dann muss ich. Müsste ich ja prinzipiell dann immer das dann hinten nochmal einstellen, damit das auch gut aussieht. Aber das ist ja ein bisschen mehr Arbeit leider. Aber schade, dass es nicht automatisch ist. So wie wenn man mit dem Güterzug fährt, dass man dann hinten diesen. Wenn man vorne dann einsteigt und da hinten was. Wenn man dann am Rangieren ist, dass dann jedes Mal, wenn man abkoppelt, dann am Zugende automatisch, zumindest war das jetzt so bei der T-20-Line, daran kann ich mich noch erinnern, dass dort dann eine, ja, Warnlampe, ich weiß nicht, wie der fachmännische Begriff dafür ist, aber wir nennen es mal einfach in diesem Kontext Warnlampe, Rücklicht, es ist ein Rücklicht, so. Ja, dass man das batteriebetriebene Rücklicht hinten anbringt, automatisch, ohne was man selber macht. Wäre natürlich geil, da man ja auch rumlaufen kann, also da man ja selber auch laufen kann, dass man das dann automatisch macht und noch ein bisschen mehr Realismus. Ach nee, letzter Halt war Gillingham. My bad. Dann fahren wir noch. Wir haben noch ein bisschen. Wäre nice, wenn man das halt dann auch eigenhändig machen kann. Allerdings kann ich mir auch schon. Ja, ich kann mir prinzipiell ein bisschen vorstellen, warum sie es bisher noch nicht gemacht haben, sollten sie es noch nicht getan haben. Und ich jetzt nicht Quatsch erzähle.
Aber weil man halt kein Item hat, könnte ich mir vorstellen. Wobei prinzipiell wird es ja auch so umgesetzt. Wobei es wäre eigentlich auch so umsetzbar. Schließlich hatte man den Schlüssel ja auch einfach so dabei. Aber gut, so ein tragbares Rücklicht ist halt doch schon ein bisschen mehr umfassend. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. 9000 Punkte brauchen wir für die Goldmedaille. Ich habe das Gefühl, wir werden dieses Jahr nochmal fahren müssen. Aber das ist auch nur so ein Feeling aufgrund der einen Kurve da. Das Signal ist gelb, aber wir sind auch gleich beim Endhaltepunkt. Von daher alles gar kein Problem. Gelbes Signal. Dass es rot wird, ist ja sowieso klar, von daher eigentlich irrelevant, ob es jetzt gelb, doppelgelb ist oder weiß nicht, gelb-grün. So, die letzten Kombinationen habe ich auch noch. Oh, 15 Miles Power. Brauchen wir noch nicht bremsen. Würde ich sagen, erst so bei 300 Yards. Ja, wir haben eine scharfe Kurve. Wir machen das jetzt mal lieber jetzt mit einer guten Bremskurve, die ich prinzipiell nochmal erhöhen kann, wenn der Bedarf denn da ist. Haben wir nochmal einen Weichenwechsel, da der Zug wahrscheinlich dann auf der Gegenfahrbahn dann wieder zurückfährt. Schätze ich jetzt einfach mal. Soviel zum Thema eine gute Bremskurve. Das war nix. Das war wohl nix. Oh, steht schon der Javelin, der wartet auf uns. Dass wir Bummelzug uns mal hier von dem Gleis verziehen. Ach, es ist schon schön, kann man nicht anders sagen. Es ist schon schön. Endlich wieder fahren zu können. Weiß nicht, merkt man so den Unterschied von hoch zu ultra? Stellt sich mir ja die Frage. Oh, 499 Punkte nur. Deaktivieren Sie nun diesen Führerstand und wechseln Sie ans andere Ende. Sie werden den Zug zurück bis nach Gravesend fahren, wo ein Fahrer überleben wird. Okay, wir fahren nochmal zurück. Schön, das Signal dauert 50 Minuten. Ich habe so viele Sachen vergessen zu erwähnen. Ihr merkt, die neuen Morde sind einfach. Man merkt die neuen Morde. Ich bin gar nicht mehr richtig drin. So, dann Spitzen auf, ups, auf, aus. Rücklichter auf ein. Hier müssen wir es jetzt sogar so machen. Dann das Ganze auf aus. Generalschlüssel nehmen wir natürlich mit. Ansonsten können wir den anderen Teil ja nicht bedienen. So, wenn hier noch was ist, sind die jetzt wieder frisch. Dann nehmen wir das mit. Ansonsten sprinten wir. Wir spazieren rüber. Wir haben es ja genau richtig eilig. 25 strecken kann. Ich werde es schon ein bisschen belasten, dass es halt, dass das Steam nicht genutzt wird für eben ein Feature, was ja einbaubar ist, von dem Cloud Saves. Wird ja auch nicht mehr so viel Platz einnehmen, aber es kann natürlich sein, dass vielleicht mit dem Creators Club oder wie auch immer der nochmal genannt werden wird, dass irgendwann dazu kommt. Weiß man ja nicht. Also, Tagfahrt. Türen fehlen.
waren die falschen Türen. Okay, war doch richtig. Ich bin verwirrt. Waren die Fahrer die falsche Seite, aber war irgendwie auch richtig. Irgendwie komisch. So, dann auf vorwärts. Der deaktivieren. Stopp. Nochmal neu. Die AWS und die ist deaktivieren. Und dann erhöhen wir die Leistung und fahren wieder über Chatham. Was hatten wir da noch für klangvolle Namen? Rochester war auch dabei. Von über Chatham, Rochester, Strutt und Higgum nach nach Gravesend. Also die 9000 Punkte haben wir auf alle Fälle safe drin. Kann ich noch so beschissen fahren? Die sind uns sicher. Speedset. Können wir nochmal einfach testen. Ich meine mich erinnern zu können, dass es nicht so gut funktioniert hat. Dass man quasi nicht dort dann gehalten wurde, sondern dass man dann selber automatisch auch abbremsen musste. Deswegen machen wir es mal testweise auf 45. Einfach nur, um es nochmal gegen zu testen. So, nächster Halt ist dann wie gesagt Chatham. Jetzt sollen wir da sein. Okay, jetzt kicken die Verspätungsminuten rein. Alles klar. Hätte ich wohl doch rennen müssen. So, 45. Was passiert bei 45? Er bummelt beides. Ja, er bummelt einfach weiter. Deswegen irrelevant. Man muss ja eh bald machen. Zumindest in der Klasse 4659. Es geht bergab. Ja, jetzt sammle ich die. Nein. Ja. Ich wollte eigentlich bremsen, aber der Zug ist jetzt abgefahren. Jetzt sammeln wir zumindest. Ich komme gar nicht wirklich zum Weiterreden. Weil ich wieder weiter abbremsen muss. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass es so steil bergauf ging. Bei der Hinfahrt. Ich sammle jetzt auf alle Fälle jede Menge Pünktchen für andere Prozentzahlen der Pünktlichkeit, die ihr dann hier in der Tabelle sehen könnt. Weiß gar nicht. Doch South ist in Highspeed, habe ich ja schon durch. Das heißt, ihr werdet das sehen können. Auch von der vergangenen Fahrt. Werde ich nochmal einspeichern. Einspeichern, einfliegen. Genau, ich bin jetzt noch bei Schleifahrstrecke Köln, die ich noch nachgucken muss. Mensch, 2 Minuten oder 2,5 Minuten Verspätung. Da muss ich jetzt echt mal schauen, ob ich die Zeit noch wieder reinfahren kann. Und ein bisschen mehr. Bisschen besser aus starten, würde ich sagen. So, in der starken Bremsung reingegangen. Hieß, glaube ich, starke Bremsung, ne? Ich meine schon. Ich meine die starke Bremsung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich wollte es mir eigentlich merken, aber wie es dann halt immer so ist, vergisst man es doch wieder. Ich meine, ich habe es mir auch nicht abgespeichert. Ich meine, das wurde im Livestream, beim letzten Livestream von Lavon erwähnt. Wie das denn hieß, aber ich glaube. Muss ich mal gucken. ShareX. Screenshots. Wieder reingehen, damit wir nicht so schnell fahren. Ach schon, ist ja nicht so. Aber sehe ich es, glaube ich, nicht. Ich sehe jetzt, glaube ich, nur alles. Sachen von Twitch. Ja, alles Twitch-Sachen. Dann habe ich es mir leider nicht abgespeichert. Zu schade, aber ich meine, es hieß starke Bremsung, wenn ich zumindest von einem ausgebildeten Fahrdienstleiter ist das die
aktuell politisch korrekte Berufsbezeichnung. Zumindest im deutschsprachigen Raum. Aber ich muss schon sagen, ist schon nice, wie smooth das läuft. Ich glaube, damals habe ich auch eigentlich in 1080p50 aufgenommen. Oder 1080p 50 FPS. Jetzt kann ich ganz geschmuscht mit 1080p und 60 FPS aufnehmen, also mit echten 60 FPS. Ich denke mal, ich werde da nochmal in der Kanalinfo dann nochmal die... Oh, wir sind im pünktlichen Bereich, wenn wir noch vor 46 halten. Halt aber auch schon wieder beschissen. Ich muss mich erst mal wieder dran gewöhnen, auf was man hier alles achten muss. Aber genau, nee, das wollte ich nicht. Ach, und also das Praktische ist, ich glaube, ich habe auch meine Fahrplanfahrten-Tabelle gar nicht von den anderen Festplatten mit rüber kopiert. Doch. Doch, oder? Müsste ich doch. Moment, das haben wir gleich. Nein, nein. Unbekannt. Vielleicht hier. Ja, random Fahrplan. Okay, ist doch drin. Never mind. Dann brauche ich den Kram gar nicht mehr. Gut. Das ist dann zumindest drin. Ja. Habe ich doch bekommen. Was auch immer, was ist das wieder für ein Ding ist? Ach nö, Schreibgeschütz öffnen, das ist ja super. Ups, soll das schließen. Muss ich mir nochmal später drum kümmern. Dann geben wir mal wieder vernünftig Gas. Leistung. Okay, ich verstehe. Verstehe, was das Dokument besagt. Das Dokument besagt das von nicht, aber wir müssen zumindest wieder über diese schöne Brücke. Es ist eine wirklich schöne Brücke. Ups. Ich weiß nur noch immer nicht, warum ich das da kopiert habe. Weil Trains im World Fahrplan von Trains im World 2020 brauche ich eigentlich nicht mehr die Datei, aber gut. Ist auch nur eine kleine Datei, von daher halb so wild. Sieht schon nice aus. Das sieht schon alles nice aus. Runter auf 15. Und es geht bergab, also bleiben wir im Brems. Okay, die Bremsen sind zu gut. Ich finde einfach die Bahnhöfe in Großbritannien. Ich kann es einfach nicht genug sagen. Ich finde einfach den Baustil so nice. Also, dass der halt auch so noch so erhalten, also noch so geblieben ist oder wieder neu aufgebaut wurde. Irgendwie mag ich so diese Mischung aus. Aber den Baustil mag ich. Ich weiß nicht, wie man ihn beschreibt. Ich weiß nicht, was für eine Architektur das ist, da bin ich leider nicht ganz drin bewandert. Leider. Aber trotzdem, es ist halt einfach ein nices Feeling. Passt halt super, so nicht so komplett alles modernisiert, sondern schön
klassisch gehalten. Quasi ein Bahnhof mit Geschichte. Und sowas zu haben ist doch immer nice. 499 Punkte. Pah. Dann wollen wir mal die Türen wieder verriegeln und weiter Richtung. Voreilig. Richtung Higgum. Unser vorletzter Stop ist halt wirklich final. Dieses Szenario beenden. Ich bin ja so schnell. Ja, wir haben es aber echt geschafft. Ja, zeitlich gesehen könnte das ein bisschen eng werden. Ich muss da echt gut wieder Zeit gut machen. Habe ich so im Gefühl, dass ich Zeit liegen lassen habe. Ich weiß. Ja. Prinzipiell wahrscheinlich gebummelt ein bisschen im Umsteigen. Aber es ist halt wie das ist. Wie viele Szenarien waren das nochmal? 5 normale und 4 weitere nochmal dazu durch die Class 462, oder richtig? Ich glaube schon. Also wir werden dann im nächsten Video, also im nächsten Video auf dem South Eastern High Speed, dann das nächste Szenario nochmal fahren. Aber ich denke mal, ich werde es dann noch wieder ein bisschen mischen. Ich schätze mal, dieses Video wird auf jeden Fall als nächstes kommen, also quasi direkt nach dem Video. Wie hieß es noch gleich? Direkt nach dem Szenario. Ups. Direkt nach dem erweitertes Angebot-Szenario. Aber in der Woche darauf werde ich dann auch wieder ein bisschen mehr durchmischen. Gehe ich mal so ein bisschen stark von aus und ich muss gleich nochmal in den Einstellungen im Hauptmenü nochmal schauen, dass ich dann die Haltetafel deaktiviert bekomme. Wann war ich denn? 94 Punkte, okay. Ich war 40 Sekunden zu spät und jetzt bin ich gefühlt 3 Minuten zu spät. Also das ist echt. Genau, Moment, das war diese, elektrisch oder war das elektromagnetisch nicht, das muss glaube ich, es war diese elektrisch, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich meine es war diese elektrisch. Weil elektromagnetisch, das wäre doch schon sehr. Magnetschwebebahnmäßig. Ja, beschissen gebremst. Aber das kennen wir mittlerweile hier von dieser Fahrt. Ich merke schon, tagsüber aufnehmen. Nicht ganz ablenkend sein. Vielen Dank, dass ich wirklich fürs Anhalten. Aber gut, die Goldmedaille haben wir sicher. Prinzipiell ging es jetzt so gesehen. Gehst jetzt gerade nur noch auf Zeit. Und 1 Minute 10, lass nicht drüber reden. Es wird die Durchschnittsgeschwindigkeit wieder, glaube ich, empor schnellen lassen und auch die Pünktlichkeit ein bisschen verändern. Ja, Fahrt. Die Fahrt vor dem. Genau, Moment. Wir sind ja. Wir haben noch gar keine Fahrt mit dem Electrostar quasi hier aktuell mit drin. Wobei klar, das einfache Angebot ist ja sehr mit drin gewesen. Da war ich, glaube ich, überpünktlich am Ziel auch. Und teilweise, also relativ viel überpünktlich sogar. Wird dann jetzt wieder mit der. Wird dann der erste zeitliche Dämpfer sein mit der Class 465, diese Fahrt hier.
Aber gut. 400 Meilen. 4 Minuten Zeit. Nach Gravesend zu kommen, zu unserem Endhaltepunkt. Am heutigen Tage. Ich dann auch noch quasi die Generalprobe mit dem neuen PC, die erste Aufnahme dann auch noch so, ja, verbesserungswürdig gefahren. Obwohl wir immer noch beim Fahren sind, aber verbesserungswürdig ist es auf jeden Fall. Gerade hier das Makro am Nutzen bin, was ich auch gelernt habe, überraschenderweise in einem deutschen Stream von einem vergleichsweise kleinen Let's Player, warum es in Amerika dazu kommt, dass halt so viel, war das, ja, wie quasi die Regelung fürs Makro, fürs Hupen so gesehen. Ist. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass ich das erfahre in einem, entweder in einem expliziten Video zu dem Thema, bei dem ich danach informiere oder danach suche. Oder ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt, wo ich jetzt gerade wieder das mit den Bäumen hier sehe. Ich bin mal gespannt, ob das in der Unreal Engine 5 auch so ist oder nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass ich es halt eher durch ein explizites Video oder durch, also ich durch einen Livestream sehe, erfahre, wo man halt hauptsächlich Züge sieht und dann irgendjemand fragt, warum wird denn immer so gehupt? Der Zug ist doch gar nicht da. Aber das ist bisher noch nicht passiert gewesen in den schätzungsweise 500 Stunden, die insgesamt drin war, wo ich da vielleicht aktiv drin war, 100 Stunden mit Chat, 100 Stunden aktiv im Chat mitbekommen habe, ist es nicht passiert von daher. Aber da werde ich dann nochmal explizit darauf zukommen, wenn wir dann, was weiß ich, wenn wir dann auf Sandpatch Great fahren oder Sherman Hill oder Canadian Subdivision, wobei Canadian Subdivision könnte es prinzipiell ja auch wieder anders sein. Andere Länder, andere Sitten und so weiter. Man kennt's. Kommen wir noch ein bisschen weiter runter. Die 50 auch pünktlich zu erreichen. Unter 30,6 Meilen vor Gracian geht es nochmal wieder runter. Wir halten ja eh. Und das, was ich gerade eben vom Halt in Gillingham, war das glaube ich, ne? Wo wir einen Turnaround hatten. Das gleiche gilt da jetzt halt in diesem Fall hier für, was die gelben Signale betrifft. Jetzt haben wir noch ein gelbes Signal, aber das ist ja auch klar. Wir sind ja jetzt, ich meine, wir wissen, wir sind gleich am Ziel. Von daher ist es klar, dass wir ein rotes Signal haben. Wäre jetzt eher interessant für, wobei teilweise auch bei 10 nach interessant, aber eher interessant so beim Fahrplanmodus, zwei gelbe Signale, ein gelbes Signal und so weiter und so fort, weil man halt dort dann ja häufiger schon mal dazu kommt, dass man dann in einem roten Signal hält, dass man dann schon vorher quasi weiß, wie es denn um die Strecke, die vor einem liegt, so steht, was die Verfügbarkeit betrifft.
es gut halten. Wir wollen ja nicht übers rote Signal rauschen, kurz vor Missionsende. Wunderbar. Naja, fast 3 Punkte daneben. Wir reden über die Türen. Richtungswende auf neutral. Kombi-Hebel-Leistung auf B3 deaktivieren. Auf aus. Den Generalschlüssel nehmen wir mit. Und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal aussteigen. Das drücken wir wirklich auf I und steigen aus. Gut gemacht. Lassen Sie uns, sehen wir uns an, wie Sie sich abgeschnitten haben. Leistungsbewertung. Hat natürlich gut Level gebracht. Oh, wir können die Level natürlich auch pushen mit Rapid Transit. Ich bin ja, vielleicht nehme ich mir doch auch als 150 Level bis zum Ende des Jahres, aber von 0 auf 150 ist halt auch schon heftig. Zeit benötigt, schätze ich mal, denke ich mal. Zeit benötigt 50 Minuten 28. Druckgelegte Entfernung 22,8 Meilen. Es gab insgesamt 12.699 Punkte und eine Goldmedaille. Gucken wir uns einmal, was die beste Haltegenauigkeit war. 0,706 Yards. War echt der beste Halt in Rochester. Und da ist 4. 2. Dann lassen uns nochmal schauen, was uns denn im nächsten Video, das explizit auf der Southeastern Highspeed-Strecke ist, uns erwartet. Jetzt, wo ich es auf der SSD habe, ist es natürlich auch super nice. Okay, ich war ja kurz verwirrt. Ich dachte nämlich, dass es, dass ich das doch irgendwie drin habe. Aber die Bestpunktzahl ist nicht drin, von daher nein. Man sieht jetzt hier sogar einen Haken. Das ist ja cool. Aber, und scheinbar sieht man auch, was man als erreicht hat. Aber scheinbar zählt das noch als erreicht. Interessant. Interessant und sehr verwirrend. Aber nee, das war nur ein Anzeigefehler, schätze ich mal. Ja, das war ein Anzeigefehler, okay. Ich verstehe mittlerweile das Prinzip. Haben wir nur noch 2 Sachen, ne? Eins, zwei, drei, vier. Okay, ergibt auch Sinn. Es sind ja nur noch 2. Es war nur noch der Übergangsvertrag. Den machen wir als nächstes. Dann übernehmen wir die Steuerung einer Class 4, 6, 5, 9 auf einem zusätzlichen Zug zwischen Rochester und Rainham. Und dann haben wir noch ein letztes Mal eine abendliche Entleerung, wo wir dann den letzten Abschnitt des Abends fahren und den Zug dann im Betriebswerk abrüsten. Aber den Übergangsvertrag, den schauen wir uns dann im nächsten expliziten Southeastern Highspeed Video an. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Train Sim World 2 Video wieder oder Livestream.